Herzlich willkommen zum vorerst letzten Infovideo für Grebusas. Ja, warum das vorerst letzte Video ist, relativ einfach, weil der Kanal startet jetzt endlich. Ja, wir haben es wirklich hingekriegt. Ich habe mir ein Team zusammengestellt, wir haben Projekte rausgesucht und wir haben einen Uploadplan. Okay, falls euch das jetzt interessiert, den Uploadplan werdet ihr irgendwo da oben auch ablaufen sehen. Aber auf jeden Fall erstmal, wer ist jetzt alles im Team? Da habe ich einmal Mr. Bubbles EP, den ihr vielleicht von früher kennt, der jetzt wieder mehr Zeit hat und zusätzlich auch einen neuen PC und noch verschiedene Capture-Cards, wodurch er jetzt auch super mit aufnehmen kann. Andererseits bin ich halt noch dabei, das glaube ich relativ logisch. Dann haben wir noch Time Bandit alias Tobi, der ist, sagen wir mal so, hype dabei. Er möchte gern mitmachen, er macht auch mit, er kriegt eigene Projekte, nur bei ihm müssen wir schauen, wie es mit der Zeit aussieht. Und ansonsten haben wir noch UltiBGB, welcher unregelmäßig, sage ich mal, Uploads machen wird von Gameplays, weil er nimmt momentan gerne sowas auf dem iPad auch so verschiedene Spiele und da wird er gerne etwas bringen. Okay, aber erstmal dazu, wer macht was? Da haben wir zuerst mal, nehmen wir Mr. Bubbles. Mr. Bubbles hat The Sims 4 von mir übernommen, hat zusätzlich Animal Crossing und verschiedene andere Spiele auf dem 3DS, weil er hat auch eine Capture Card, wie bereits erwähnt, und da kann er halt dann auch verschiedenes aufnehmen, was ihr auch immer möchtet. Und ja, zusätzlich noch macht er halt bei den ganzen Minecraft-Projekten mit. Da haben wir verschiedenste Adventure-Maps, werden uns selbst auch viele Projekte ausdenken und ich denke mal, das wird schon relativ lustig. Als nächstes, UltiBGB ist nicht viel zu sagen, wird unregelmäßigen Abständen Gameplays von verschiedensten iPad-Spielen hochladen oder vielleicht auch mal was anderes, müssen wir mal schauen. Tobi, wie hat erstmal Robocraft, Sniper 2 und Planetside 2 genommen? Ja, wie er das hochladen wird, haben wir leider noch nicht eingeplant, weil aber es ist auf jeden Fall geplant, dass er dienstags, freitags und sonntags Uploads macht. So viel dazu nur, wie er Zeit hat, weil bei den beiden ist das Problem, konnte ich bisher noch nicht so gut einplanen, wie die zeitlich alles hinkriegen. Okay, dann bleibt noch ich. Ich habe erstmal League of Legends, Minecraft-Projekte, Mafia 2, Tomb Raider, Counter-Strike Global Offensive und noch vieles mehr. Also ich werde erstmal so alles, was ich an Spielen habe, durchzocken. Ich fange aber erstmal auch gerne mit diesen Spielen an wie Tomb Raider, weil die sind, hat man nicht relativ schnell durch, aber sie sind halt kein Endlosspiel. Was, kein Endlosspiel? Ja, auf jeden Fall. Ich habe alle Tomb Raider Teile, die es gibt. Das heißt, ich werde bei Teil 1 anfangen, noch dieses alte 5:4 Format. Und werde mich dann bis zum neuesten hochspielen. Ich denke mal, es wäre schon relativ lustig. Ansonsten, falls ihr noch Vorschläge für Projekte habt, schreibt es einfach gerne, dann werde ich das mal ein bisschen einplanen. Ja, was gibt's denn sonst noch? Ah ja, der Uploadplan. Da haben wir montags. Achso, nochmal zum Uploadplan vorher. Der Uploadplan heißt, das sind die Videos, die an den Tagen auf jeden Fall kommen. Das heißt, es kann sein, wenn an dem Tag kein League of Legends geplant ist oder sagen wir kein Mafia 2, dass an dem Tag dann trotzdem noch zusätzlich zu diesen Pflicht-Uploads Mafia 2 oder League of Legends oder was auch immer rauskommt. Weil ich habe jetzt erstmal das Minimum genommen sozusagen, was ich hinkriege, weil ich nicht das schnellste Internet habe, ist das Problem. Aber ich denke, da werden schon ein paar mehr Videos kommen, aber es ist auch schon ein bisschen was eingeplant. Wie gesagt, Montag habe ich Mafia 2, dann bekommt ihr noch zusätzlich Sims 4 von Bubbles. Und da habe ich überlegt, na mal gucken, vielleicht schaffe ich montags auch eine Runde CSGO. Müsste man mal schauen. Dienstags habe ich dann League of Legends und ein Minecraft-Projekt. Welches Minecraft-Projekt? Ich habe einfach immer nur erstmal Minecraft-Projekt geschrieben, weil ich ja noch nicht weiß, welche Minecraft-Projekte wir rausbringen können. Und zusätzlich kommt dann ein Tobi-Video. Dann kommen mittwochs die Trash Games und Tomb Raider. Trash Games von Mr. Bubbles, Tomb Raider von mir. Donnerstags dann League of Legends und Mafia 2. Ihr merkt schon, Mr. Bubbles taucht nur jeden zweiten Tag auf und das hat auch wieder zeitlich seine Gründe. Trash Games wird ja immer verschiedenstes durchspielen, anspielen, was auch immer. Und ja, dann haben wir donnerstags, hatte ich da freitags, Sims 4, CSGO und vielleicht mal gucken, kommt Tomb Raider oder was auch immer. Samstags haben wir dann erstmal wenig Projekte eingeplant, weil wir haben eigentlich vor, jeden Samstag eine kurze Ankündigung zu machen. Dann lassen wir einen Livestream laufen, wo wir beispielsweise Counter-Strike zocken, Minecraft, League of Legends, was, worauf wir auch immer Bock haben. Kommt drauf an, vielleicht jetzt auch mal ein 20-Stunden-Stream, wo wir dann verschiedenes durchzocken. Müssen wir sehen, und zusätzlich kommt noch ein Minecraft-Projekt.
Am Sonntag ist auch schon wieder Ende der Woche mit Sims 4 und League of Legends und Mafia 2. Freitags und sonntags können noch Tobi-Projekte dort zustoßen. So, das war's jetzt erstmal mit diesen Pflicht-Uploads. Ansonsten habt ihr vielleicht erfahren, Minecraft wird zum Beispiel mein GLP mal wieder auftauchen. Pacing, Time-Bandit, Ulti-BGB eher weniger aktuell. Rook, Bomb, kennt ihr alle nicht. Sowas wird dann häufiger in League of Legends sein, weil da werde ich eher weniger alleine spielen. Ja, gibt's eigentlich sonst noch was zu sagen? Ne, ich glaube nicht wirklich. Demnächst kriege ich vielleicht, hoffentlich, schnelles Internet. Dann müssen wir mal schauen, wie das mit dem Upload laufen kann. Aber ansonsten hat sich das erstmal so erledigt. Thumbnails, Beschreibungen, Tags werden wir jetzt all demnächst ergänzen zu den alten Videos. Und die neuen dann halt regelmäßig hochladen und natürlich direkt vollständig hochladen. Okay, ich würde sagen, dann war es das eigentlich auch schon mit dem Video. Mir fällt nichts mehr ein und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.